Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade bei meinen Eltern und warte, dass das Video hochgeladen ist. Noch eine halbe Stunde ungefähr. Guck. 39% ist schon und noch 30 Minuten. Da kann ich zu Hause träumen von. Zurzeit ist die Internetverbindung wieder total schlecht, aber das ist öfters mal so. Ich bin da auch gar nicht böse drum. So ist das Leben. Genau. Wie gesagt, ich bin gerade bei meinen Eltern. Wir grillen gleich. Ja, sonst habe ich halt nicht viel, was ich erzählen könnte. Das Wetter ist ganz gut. Genau. Interessant, ne? Ja, heute Morgen, da war ich wie jeden Samstag unterwegs bei einer Bekannten. Da soll ich jetzt nicht mehr hinkommen, weil sie, ja, ihr geht es wieder besser. Von daher ist alles ja gut. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee. Mir fällt nichts ein. Manchmal ist es auch mal, mir fällt einfach nichts ein, was man erzählen könnte. Nur heute ist in Niedersachsen Einschulung und ich war vorhin ein bisschen unterwegs in der Stadt und ach, wie süß, die ganz kleinen und dann mit den Schultüten und die kleinen Ranzen. Oh, das ist so niedlich. Ja. Irgendwann mal werde ich auch meine Kinder einschulen lassen, das muss man ja. Genau, da freue ich mich schon drauf, irgendwann mal in zig Jahren, wenn überhaupt. Genau. Ich habe nichts mehr zu sagen. Oh. Jetzt zeige ich euch mal mein Kinderzimmer. Das ist jetzt von der Eltern, von meinem Vater das Zimmer. Ja, hier ist das alte Eingang. Die Tür von außen. Genau, habt ihr ja schon mal gesehen, ne? Es ist total anders als damals. Ja, es ist nichts eigentlich, nee, doch eigentlich, was noch da, was noch dabei ist, aus meiner Kindheit, ist dieser Riesenschrank. Also wirklich. Ein riesen Kleiderschrank. Der war auch immer komischerweise proppevoll. Ja, das ist mein Kleiderschrank, den ich schon seit, ja, seit ich klein bin. Genau, aber der Rest ist eigentlich, ja, gar nichts von mir. Der Fußboden, ne? Hier ist eine, ja, so ein Liegesofa, Schlafsofa. Ja, für Gäste. Und da muss ich euch mal was erzählen. Und zwar, das sind Eintrittskarten von 96. Einmal hier, da oben. Da Hannover 96 gegen Atletico Madrid. Da haben sie leider 2 zu 1 verloren. Hier unten ist Hoffenheim. Da ist Schalke. Da oben ist Olympique Lyon. Und da oben ist nochmal Hoffenheim. Genau, da, das bedeutet, also es das heißt ja, ich war dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Und das bedeutet, ich war damals bei, genau, Hannover 96 gegen Atletico Madrid, das war das Viertelfinale der Europa League, genau. Und 96 war das erste Mal, also ich weiß nicht, so oft waren sie noch nicht in, ja, hallo, in der Europa League. Und da war es das erste Mal, dass sie im Viertelfinale standen und ich war dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Und das fand ich immer sehr toll. Deswegen habe ich das auch so ja, hier drauf gekritzelt. Das liegt hier noch, genau. Genau. Dann, ja, hier ist so ein Schrank. Ja, warte mal. Ja, was denn? Ja, oben. Ja, komm, Papa, was für eine Arbeit. Papa, du bist doch noch nicht mal fertig mit Grillen. Ja, komm, Papa, gleich. Oh, Papa, bitte. Mein Gott, was hochladen. Das dauert, ist doch gleich fertig. Ja, ist so. Ach, furchtbar. So, mein Lieben, es ist jetzt Montag leider schon. Und ich habe jetzt mein Frühstück hier. Und zwar zwei Knäcke, nee, Quatsch, zwei Br ein Brötchen mit fettarmen Käse und Tomaten. Und nebenbei, was soll ich sonst schauen? Slane mit seinem 8-Stunden-Video. Fast.
eine 7 Stunden 49, 31 Sekunden. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen aufholen. Hallo meine Lieben, ich habe heute mal Haare offen, das sieht glaube ich manchmal ein bisschen besser aus. Es ist auch gar nicht so heiß, wir haben schon 23 Grad heute und es soll gewittern heute und das ist auch ganz schön. Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen schminken, weil ich die Nacht zum Beispiel zum einen Brief zum Jobcenter bringen muss, aber zwei und danach werde ich ganz kurz nach Penny gehen und zwar brauche ich noch Gemüse. Weil den restlichen habe ich alles noch, nur halt Gemüse und Obst fehlt noch. Genau, weil ich habe noch ein bisschen was. Genau. Ich werde mich aber jetzt ein bisschen schminken und euch mit durch den Tag nehmen. Vielleicht mal gucken. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die Haare offen habe, das Gesicht ist ja noch dicker. Aber vielleicht ist es nur Einbildung, das weiß ich nicht. Ich habe gestern meine Wohnung, kann man ja so sagen, umgestellt ein bisschen. Der Fernseher ist wieder im Schlafzimmer. Und hier ist die Wäsche jetzt. Und immer wenn ich umräume, da ist es immer so, dass ich irgendetwas verloren habe dann. Und diesmal ist es, dass der Akku von dieser Kamera, der zweite, und irgendwo muss der sein. Ich hatte ihn in der Tasche, hatte ich den. Natürlich, wo ist er? Natürlich nicht mehr in der Tasche. Ich hoffe, ich habe ihn nicht verloren. Habe ich sogar den Müll einmal nachgeguckt, weil man weiß ja nie bei mir, ne? Man weiß es wirklich nie. Vielleicht ist mir da reingefallen oder so. Kann ja passieren. Aber da war er auch nicht. Genau. Aber schwamm rüber, ich finde den noch irgendwo, hoffentlich. Aber ich war ja ganz kurz Post wegbringen. Und danach war ich ganz kurz. Ja. Eigentlich wollte ich nach Penny, aber weil ich noch Flaschen hatte, bin ich nach, also Pfandflaschen, da bin ich nach Lidl gefahren und es waren 18 Euro Einkauf. War nicht so viel. Aber, also, fast voll, ne? Dann fangen wir mal an hier mit Nektarin, ne? Nektarin. Muss ich beeilen, weil der Akku ist jetzt nicht mehr so voll. Tja, dumm halt.
Dann habe ich, oh ja. Ich liebe es. Es schmeckt so gut und es ist, ich esse ja nicht so viel davon. Das ist nämlich egal. Mein Gott. Und zwar Aubergine Creme. Habe ich gleich zweimal. Dann habe ich wieder Brötchen einmal. Ich habe zwar noch Brot und Knäcke, aber genau. Dann habe ich zweimal Cherry-Tomaten. Verschiedene, also einmal gelb, orange und rot. Das gleich zweimal für 99 Cent, ne? Dann habe ich einmal Ausschnitt. Und zwar Geflügelmozzarella. Ja. Das. Und einmal Geflügelpastete. Ist irgendwas offen schon. Scheiße. Ja, Mensch, das ist eklig. Na gut, ich habe das hier, diese Grillis gekauft. Ich kann es auch nur so zeigen, weil irgendwas ist hier schon offen. Ich habe vielleicht zweimal gekauft, weil die im Angebot waren. Und irgendwo muss da was offen sein, weil ist alles rot. Dann habe ich noch zweimal Milch. 1,5. Wir haben hier einen Möhrentopf. Dann habe ich hier ein Brötchen für heute. Einmal Mozzarella Light. Und ein Eisbergsalat. Das ist auch noch sehr gut. Ich lasse den heute mal draußen. Sonst packe ich den immer im Kühlschrank, weil der wird ein bisschen schneller schlecht, finde ich. Dann haben wir noch was. Da. Und zwar einmal Cappuccino nur. Einmal. Genau. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Doch, Tüten. Genau. Was ich aber diesmal das erste Mal in meinem Leben gemacht habe. Und zwar war dann älterer Herr. Ich glaube, wo war er? Vor mir oder hinter mir? Ich weiß nicht ganz genau mehr. Auf jeden Fall war da ein Herr und ganz vorne war eine Dame, die hatte gleich, ich glaube, sie war nicht, also, wie nennt man das? Hat ein Handicap, eine leichte Behinderung und hat das nicht verstanden, wie man die Karte in diesen Kartenlesegerät reinsteckt. Und er hat dann rumgemotzt, also der, glaube ich, war hinter ihr, vor mir, genau, wie doof kann man nur sein, oder irgendwas hat er da rumgemotzt, und da habe ich gesagt, ja, das wäre, ist bei mir genauso, und da hat er ja, es interessiert ja keinen, was sie sagen, aber ich hab dann gesagt, ich sage es aber trotzdem, und das war das erste Mal, dass ich gekontert habe, und sonst will ich das mir nie trauen, aber so hat ja Scheiß drauf. Ist doch egal, was der denkt. Ich sehe den nie wieder, hoffentlich. Und ich wollte halt nur sagen, dass ich genauso wäre. Ich weiß auch nie genau, wie ich die Karte da reinstecken soll. Ich frage auch immer, ist es so richtig so? Weil ich es immer falsch mache, wenn ich hier nicht fragen würde, glaube ich. Von daher, mein Gott, nur weil man ein Handicap hat oder eine kleine Behinderung oder generell das nicht weiß, das ist doch kein Weltuntergang. Naja. Aber es war das erste Mal und ich war, ja, ich bin ganz glücklich, immer nicht, aber ja, ein bisschen stolz auf mich, dass ich das trotzdem so gemacht habe. Das erste Mal in meinem Leben. Aber vielleicht nicht das letzte Mal. Leid, wir haben es jetzt schon wieder den nächsten Tag. Also heute ist Dienstag, der 14. Und es tut mir wirklich leid, dass die Videos jetzt so komisch kommen. Aber ich habe einfach keine Lust zu filmen. Es ist einfach nicht der Drang danach, mit einer Kamera zu reden. Es ist wirklich zurzeit eine Flaute. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Es gibt auch solche Tage. Shit happens, ne? Genau. Ich wollte mich aber noch verabschieden. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Dienstagabend.
Genau. Bis morgen. Tschüss.